Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder otto.de und zwar mit dem Kiwil Panorama 7 Gaming PC. Hierhinter stehen nur die technischen Specs für 1799 Euro, runtergesetzt von 1999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir bei uns in dem Videovorschlägekanal vorgeschlagen und zwar von Leon und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Gut, ob die Lüfter jetzt hier so dabei sind, diese 6 Stück, kann ich euch nicht genau sagen, weil das Gehäuse ist von Kiwil selbst. Ich gehe aber ganz stark davon aus, weil es macht überhaupt keinen Sinn, so ein Gehäuse zu verbauen, wenn die Lüfter nicht mit dabei sind. Die Wasserkühlung stimmt auf jeden Fall. Es ist auch ein Full-HTX Mainboard. Jetzt nicht genau das hier, aber es ist ein Full-HTX Mainboard, also nicht so ein Micro-HTX Scheißding, sondern was Vernünftiges. Und ja, der Rest, Grafikkarte und so, variiert natürlich ein bisschen. Das passt schon soweit. Kommen wir auch direkt mal zu den technischen Daten. Wir haben einen AMD Ryzen 5 7600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell 5200 MTS. Könnt ihr ganz easy mit 6000 MTS oder 6400 MTS laufen lassen im DDR5-Bereich. DDR4 unterstützen die neuen Ryzens ja sowieso nicht. Man hätte anstatt des 7600X in Kombination mit dieser Grafikkarte auch einen 7500F nehmen können. Der hat zwei Nachteile. Der ist 6% langsamer und der hat keine integrierte Grafikeinheit. Das mit der integrierten Grafikeinheit bei dem 7600X ist natürlich interessant, wenn die Grafikkarte mal abraucht und man muss unbedingt noch an die Daten drankommen, dann hat man da zumindest mal eine Möglichkeit, wenn man keine zweite Grafikkarte zu Hause liegen hat. Diese 6% Mehrleistung gegenüber dem 7500F, naja, der Prozessor hier, der kostet 10-15% mehr, also rein preis-leistungstechnisch, ja, ist das so ein Thema. Aber der ist nicht schlecht. Wenn ihr streamen wollt, rendert bitte über die Grafikkarte oder holt euch direkt einen 8-Kerner. Dann könnt ihr auch theoretisch über den Prozessor rendern, belastet die Grafikkarte nicht und ihr habt halt noch Möglichkeiten wegen Spotify und was alles nebenbei läuft beim Stream. Mit dem 8-Kerner geht das schon besser. Aber ist erstmal keine schlechte Wahl, kann man so machen. Und der kostet 169 Euro bei Mindfactory. Ich habe mir jetzt gerade nochmal den Prozessorenvergleich gezogen wegen dem Preispunkt. Der hat mich ein bisschen überrascht, weil hier steht Bestpreis 189 Euro und ihr habt ja gerade den Preis gesehen. Deswegen, ja, doch, kann man eigentlich so mitnehmen gegenüber dem 7500F, auch wenn der sich natürlich noch mehr Watt reinpfeift. Ne? Das ist dann eure Entscheidung, Stromverbrauch, Hitzeentwicklung und so weiter. Aber für den Preispunkt, den ich eben genannt habe, kann man das so mitnehmen. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Liquid Freezer 3 240 ARGB. Rein theoretisch hätte ja auch ein Luftkühler gereicht, aber eine Wasserkühlung sieht natürlich erstmal besser aus und läuft auch ein bisschen ruhiger, gerade bei 125 Watt, wenn er mal wirklich voll ausgelastet ist. Die ist auch relativ neu auf dem Markt, sieht natürlich auch schick aus, finde ich zumindest, muss euch gefallen, nicht mir, ne? Ich sag's nur so dabei, ich finde sie ganz schön. Und ja, kann man so machen, warum nicht? Bei dem Gehäuse hätte sehr wahrscheinlich auch eine 360er Platz gefunden. Das wäre für den Prozessor natürlich over the top gewesen, aber je kühler, desto besser, klar. Und optisch hätte es noch besser ausgesehen. Und die kostet 66,13 Euro bei Mindfactory. Die Wärmeleitpaste ist die Standard-Wärmeleitpaste, also die quasi bei der Wasserkühlung mit dabei ist. Der Speicher sind 32 GB DDR5, 6000 MTS, 2x16 GB, also Dual-Channel. Jetzt wissen wir leider die Timings nicht. Dass die 6000 MTS genommen haben, ist schon mal eine geile Sache. Ist über den 5200, die eigentlich von AMD angegeben sind. CL40, ja, weiß ich nicht, ob das dann nicht den Vorteil wieder irgendwie wegmacht. Ich hätte da gerne CL32 oder CL30 gesehen. Ihr kennt mich. Ich zeige euch gleich auch noch eine Alternative. Da ist auch CL40 drin, da kostet das im Aufpreis aber gerade mal 10 Euro, um auf CL30 zu kommen. 32 GB in der Preisklasse ist aber in Ordnung. Kann man so machen. Wir wissen auch leider nicht genau, welcher RAM es genau wird. Deswegen habe ich jetzt den Fury Beast genommen. Und der kostet 123,10 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 GB. Das ist eine recht gute Karte für Full-HD und WQHD Gaming. Es kommt immer auf die Spiele an. Ich sage es immer wieder dabei. 4K, ja, geht auch noch in E-Sports-Titeln. Kommt jetzt aber nicht auf die Idee mit Cyberpunk oder Hogwarts Legacy, also die beiden Extrembeispiele, da irgendwie zu erwarten. 4K, 144 FPS oder sowas. Den FPS jetzt dazu findet ihr wie in meiner Videobeschreibung. Und die kostet 599,99 Euro bei notebooksbilliger.de. Dieses spezifische Modell, wir wissen natürlich nicht genau, was wir bekommen. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650S Wi-Fi. Zuerst allemal B650 reicht für den Prozessor ganz dicke, theoretisch sogar für einen 7800X3D. Ansonsten haben wir hier ja sehr marginal gekühlte Spannungswandler, aber immerhin haben sie gekühlte Spannungswandler. 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots
benutzt für eine Capture Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss und die Onboard Grafikanschlüsse könntet ihr theoretisch benutzen mit dem Prozessor, sofern ihr keine Grafikkarte verbaut habt. Ansonsten benutzt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Das Board ist jetzt nichts Besonderes, braucht man nicht drüber reden, aber es ist Full HDX, ihr habt die Erweiterungsmöglichkeiten, wenn euch die USB Anschlüsse reichen, ist es auch okay, WLAN und Bluetooth ist mit am Start, warum nicht? Und das kostet 166,59 € bei Mindfactory. Über den Sound haben wir eben schon gesprochen, 7.1, Netzwerk, WLAN und so weiter auch mit dabei. Die SSD ist eine M.2 SSD und zwar mit 2000 GB. Da wir nicht genau wissen, was wir bekommen, nehmen wir einfach die, die wir so am häufigsten für uns nehmen. Das ist so ein Mittelding, die hat halt Lesegeschwindigkeit 3500 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 3000 MB die Sekunde und halt 2 TB. 2 TB bei dem Preispunkt von dem PC finde ich klasse, sollte meiner Meinung nach immer so sein. Wir hatten ja auch mal spaßeshalber in der Community gesagt, pro 1000 Euro 1 TB wird hier locker erfüllt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht genau wissen, was wir da bekommen. Dementsprechend wissen wir auch nicht die Geschwindigkeiten, aber gut, für einen Gamer macht es jetzt keinen großen Unterschied. Und die kostet 102,79 € bei csvdirekt.de. Das Netzteil ist ein Cooler Master MWE 750 Watt 80+, also nicht mal mehr eine Zertifizierung wie Bronze oder Gold oder so. Da wir aber sonst nichts anderes finden, nehmen wir jetzt das mit der Bronze-Zertifizierung. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, eben die Bronze-Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Laut PSU Tierlist ist die Bronze-Variante entweder ein D-Tier-Netzteil, je nach Wattauslastung bzw. wie viel das Ding ab kann, oder ein C-Tier-Netzteil. Bedeutet für euch, es gibt deutlich bessere. Aber die Leistung reicht aus, 750 Watt in der Kombination. Das wird auch nicht an der Grenze betrieben oder so. Von daher, es ist kein China-Böller, es gibt bessere. Und das kostet 54,65 € bei digitalo.de. Das Gehäuse ist ein ATX MIDI Panorama Liquid V2. Für mich sieht das ganze Ding aus wie ein Intertech C701. Ich weiß nicht, ob es 1:1 genau das gleiche ist, aber es kommt zumindest hin. Ob die Lüfter dabei sind, ja, habe ich am Anfang schon gesagt, kann man nicht genau sagen, aber es ist halt Quatsch, so ein Gehäuse zu vermarkten, wenn keine Lüfter dabei wären. Gehen wir jetzt mal davon aus, die Lüfter sind wirklich da und wir haben ja auch die Wasserkühlung. Dann ist der Airflow gegeben. Von der Seite kommt Frischluft rein, von unten kommt Frischluft rein und oben die Wasserkühlung haut es halt raus. Und das hat so ein bisschen, ja, Lian Li Optik. Ich würde mal sagen, Lian Li hat mehr oder weniger damit angefangen, dass es richtig populär wurde mit diesen ganzen Glasscheiben und so. Ist okay, wenn es euch gefällt. Und das kostet 82,89 € bei Mindfactory. Ansonsten Service 24 Basic, sieht aus wie einfach 2 Jahre Garantie. PC-System ist dabei, Stromkabel ist mit dabei, Systemhandbuch und ja, das war's dann auch. Ihr seht schon, die Lüfter sind auch nicht explizit irgendwie aufgeführt. Falls ihr da was findet, schickt mir gerne irgendwie in die Kommentare so einen kleinen Hint, da gucke ich nochmal nach. Wir rechnen jetzt sowieso erstmal mit den Lüftern. Und dafür habe ich halt einfach 2 Dreier-Sets Arctic P12 genommen mit RGB-Beleuchtung. Einfach nur, um einen Preispunkt zu haben. Und da kostet das Dreier-Set 34,28 € bei Mindfactory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1456,86 €. Und das System kostet 1799 €. Da seid ihr jetzt bummelig bei einem Aufpreis von 350 €. Und es ist ja auch allgemein mittlerweile bekannt, dass Marktplätze wie Otto, Amazon, Kaufland, wie sie alle heißen, immer besonders teuer sind, weil die wollen ja ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Deswegen ist meine allgemeine Empfehlung, kauft keine Fertigsysteme bei irgendwelchen Marktplätzen. Aber das müsst ihr selber wissen, es gibt ja auch verschiedene Gründe. Vielleicht habt ihr noch irgendwie einen Gutschein oder sonst irgendwas, ne? Man weiß es ja nicht. Rein von der Konfiguration her, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ein 7600X mit der passenden Grafikkarte dazu. Ich finde es schade, dass beim RAM irgendwie nicht klar ist, was es für einer ist. Bei der SSD auch nicht, das Netzteil ist jetzt auch nichts Besonderes, aber für so ein Marktplatzangebot ist es jetzt nicht so schlecht. Es ist teuer, braucht man nicht drüber reden. Aber konfigurationstechnisch, ja, von mir aus, es geht immer besser. Auch bei diesem Preispunkt, deswegen zeige ich euch jetzt mal eine Alternative. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen hier von Dubaro. Das ist ein stinknormaler Gamer-PC Ryzen irgendwas, also nicht Benz Hardware oder Kreativecke oder hier Hardware-Deals und wie sie alle heißen, sondern stinknormaler aus der Liste von Dubaro. Und der kostet halt das gleiche und ihr seht schon, der bringt schon bessere Sachen mit, zumindest teilweise. Wir bekommen den AMD Ryzen 7 7800X 3D. Ist im Moment so ziemlich der effizienteste und beste Gaming-Prozessor, den ihr euch so holen könnt, auch wegen dem 3D V-Cache. Wir bekommen nur einen Luftkühler, ist aber nicht schlimm. Den Fortis 5 hatte ich selber schon im Test. Ist jetzt nur eine Optikgeschichte, weil diese 70 Watt oder 75 Watt, die der sich im Gaming reinzieht, den kriegt er locker weggekühlt. Wir bekommen das gleiche Mainboard. Wir bekommen eine 4070 Ti. Die ist übrigens schneller als die 4070 Super. Ich wollte es nur dabei sagen. Also schon mal besserer Prozessor, bessere Grafiker, also bessere Rohleistung. Wir bekommen auch 32 GB, 2x16 GB Kingston Fury Beast. Das ist auch der aus der Liste eben. Den habe ich auch bei Geiz halt so reingepackt. Wir bekommen leider nur eine 1 TB Kingston NV2. Bewegt sich von Lese- und Schreibrate ungefähr so wie die Lexa. Man weiß ja auch nicht genau bei Keeble,
was die jetzt da für eine SSD haben. Wenn ihr mehr Speicher braucht, konfiguriert es euch rein und nehmt vielleicht eine andere. Bei dem Netzteil bekommen wir 100 Watt mehr und das Netzteil ist allgemein auch besser geratet bei der PSU Tierlist. Und das Gehäuse, gutes Geschmackssache, ist jetzt halt ein Purebase 500DX, schon tausendmal gesehen. Hier noch der kleine Hint mit dem Arbeitsspeicher. Wir haben hier halt diesen Standardspeicher, der ist CL40. Das sieht man auch hier in den Infos, CAS-Latenzzeiten CL40. Und ihr bekommt halt einfach diesen G-Skill Flare X5 CL30 für 9,90 €. Packt ihn noch ein, macht es einfach. Allein der Wiederverkaufswert. Wenn ihr später reinschreibt, der ist CL30 RAM, wer sich auskennt, denkt sich, oh, der hat ein bisschen aufgepasst. Schauen wir uns da mal die Liste an, aber mit dem Standard RAM. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da landen wir beim Gesamtpreis von 1692,37 €. Und das System kostet halt 1799 €. Da seid ihr jetzt bei bummelig etwas über 100 € für Zusammenbau, Garantie und so weiter. Und ihr habt halt von der Rohleistung her ein besseres System da stehen. Ihr müsst natürlich schauen, wie gesagt, den RAM anpassen wäre cool. SSD müsst ihr selber wissen. Bei dem Netzteil eventuell eins nehmen mit ATX 3.0, weil da schon der neue 12-Volt High-Power-Anschluss für die Grafikkarte dabei ist. Sonst wird auch hier mit so einem Adapter gearbeitet, sieht nicht schön aus, funktioniert aber irgendwo. Wenn ihr jetzt aber irgendwie gezwungen seid, bei Otto zu kaufen, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr den ruhig nehmen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber es gab deutlich schlimmere Systeme bei Otto und auch Kaufland und so weiter. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.